Etwa 500 Menschen sind auf dem Untermarkt zusammengekommen, um gegen einen angekündigten Aufmarsch der rechtsextremen Partei Pro NRW zu protestieren. Unter der Überschrift Buntes Hattingen zeigen sie ihren Ärger. Ich danke Ihnen und euch, dass Sie heute gekommen sind, um zu zeigen, keine Chance für Rechte hier in unserer Stadt. Das ist unsere Zielvorstellung. Und ich denke, es darf keine Unterschiede gemacht werden. Aufgrund von Herkunft, aufgrund von Religionszugehörigkeit, Alter, aufgrund von Geschlecht oder auch aufgrund von Behinderung. Lassen Sie uns für ein Hattingen kämpfen, das für alle da ist. Herzlichen Dank. Viele Offizielle von Gewerkschaften, Politik, Vereinen, aber auch Schüler machen deutlich, dass ihnen braune Parolen in Hattingen nicht passen. Wir freuen uns sehr, dass so viele Hattinger sich heute getroffen haben, um der rassistischen Pro-NRW zu zeigen, dass sie hier keinen Platz für ihre braune Ideologie haben. Hattingen ist und bleibt bunt. Egal, wie oft sie ihre Schwachsinnsparolen verbreiten wollen, wir werden immer dagegen stehen. Deswegen fordern wir alle Hattingerinnen und Hattinger auf, sich aktiv einzumischen, damit dem rechten Gedankengut der Nährboden entzogen wird. Es ist vollkommen egal, welche Wurzeln oder kulturellen Gegebenheiten diese Menschen haben. Wir sind alle eine Gemeinschaft. Wir zeigen gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus, gegen Antikulturalismus und vor allem Faschismus in dieser Stadt. Das hat nämlich hier keinen Platz und das wird auch niemals hier Platz haben. So muss das auch sein. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, welche Meinung diese Organisation wirklich vertritt, was für eine Hetze sie betreibt. Und das gilt nicht nur für Pro-NRW, sondern auch für alle anderen rassistischen und faschistischen Gruppierungen, Organisationen und Parteien. Trotz Misstrauen, Angst und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass sich die Furcht in Widerstand verwandeln wird, trotz alledem. Nach der Kundgebung wandern viele Teilnehmer zur DITIB-Moschee. Gegenüber der Moschee haben sich die Rechten von Pro-NRW versammelt. Entgegen ihrer großspurigen Ankündigung haben sie nur ein kleines Häufchen von 17 Gesinnungsgenossen zusammenbekommen. Wahrscheinlich aus Frust darüber beginnt der Redner von Pro-NRW seine Kundgebung mit einer Beschimpfung aller Hattinger. Ich sehe dort ein Schild, Bund statt Braun. Wir sagen Hirn statt Dumm. Die Veranstaltung ist auch für uns deshalb interessant. Wir können uns den Eintritt in den Wuppertaler Zoo sparen. Da kriegt man nicht so viele Affen zu sehen wie da drüben. Viele Autofahrer, die zufällig an der absurden Veranstaltung der Rechten vorbeikommen, lassen es sich nicht nehmen, ihre Meinung lautstark zu äußern. Immer wieder machen Demonstranten von Buntes Hattingen ihrem Ärger Luft. Alle sind dabei und das freut mich natürlich ganz besonders, dass dieser Aufruf so angenommen wurde gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus. Ich bin sehr froh. Ja, ich finde es hervorragende Sache heute, dass Bund gegen Braun demonstriert. Vor allen Dingen in dieser kurzen Phase, dass da fast an die 1000 Leute mobilisiert worden sind, ist eine hervorragende Sache. Sondern ich bin einfach nur bestärkt in meiner Ansicht, dass Hattingen zusammenstehen kann und weiß, was gut und was richtig ist. Und dass wir das hier nicht zulassen können in unserer Stadt, das ist ganz klar. Und Hattingen hat schon immer Solidarität bewiesen und das zu Recht. Und ich hoffe, dass die braune Brut erst überhaupt gar keinen Weg nach Hattingen findet. Ben bizleri burada sahiplenen halka, polise, Alman devletine, Hattingen'e, Stad'a hepsine teşekkür ediyorum. Ich bedanke mich an allen Beteiligten, die uns hier so toll unterstützen. Auch an Polizisten möchte ich meinen Dank aussagen. Also jeden, der hier ist, ist herzlich willkommen und ich bedanke mich von Herzen, sagt er. Zum Abschluss schützen die Hattinger ihr Viertel auch symbolisch gegen die Rechten. Eine Menschenkette zeigt auch hier, rechte Wehrköpfe sind unerwünscht.
Ja, ich finde das ganz beeindruckend, dass wir doch, soweit ich sehen kann, die Kette haben schließen können. Unten auf dem Untermarkt war das eigentlich eine sehr schöne Situation. Waren sehr, sehr viele Leute da, auch Leute, die man nicht immer sieht, haben sich mit eingereiht. Und das lässt doch hoffen, dass die Demokratie in Hattingen deutlich verankert ist und dass wir uns vor so ein paar Hanseln nicht bange machen müssen. Trotz Misstrauen, Angst und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass sie die Furcht im Widerstand verwandeln wird, trotz alledem.